Herzlich willkommen beim neuen Video von Camperchecker. Camping Checker. Ja. Diesmal habe ich es mit drin. Ich bin Luc Schütters von Francia und wir zeigen euch heute auf der CMT in Stuttgart 2023, das neue Jahr habe ich auch drin, den Francia Neo teilintegriert und gucken kurz in den Integrierten rein und gehen wir einfach mal nacheinander durch. Wir sehen hier ein Neo MT7 GDK, hört sich sehr kompliziert an, sehr viele Buchstaben immer. Es handelt sich hierbei um einen teilintegrierten Neo aus Malchokas aus Bayern, wird er gebaut von der hochwertigen Marke Francia. 7 Meter lang mit Lenkschläfebetten in der Blackline, deswegen sieht er so cool sportlich schwarz aus mit den schwarzen Felgen. Blackline heißt einfach, dass ich ein voluminöses Ausstattungspaket habe hier mit drin, wo ich mich wenig Sorgen machen muss bei der Konfiguration, wo ich wenig falsch machen kann. Und den haben wir hier stehen und danach gucken wir kurz in den Neo MI7 rein. Ein sehr neues Produkt von uns, auch ein Neo voll integriert. Steht natürlich auch sehr schön da mit seinen schwarzen Felgen. Als erstes gehen wir einmal um den Teilintegrierten rum, gucken da einmal, was wir dort vorfinden, gehen dann kurz in den rein in die beiden Fahrzeuge. Sehen dann vielleicht, welche favorisiert wird. Ganz wichtig war uns bei beiden Neos, war, dass wir möglichst kompaktes, leichtes 3,5 Tonnen Fahrzeug machen, was trotzdem Francia-Qualität, also dafür, wo Francia steht. Also sehr stabil, sehr massiv, kennt man Francia ja, sehr hochwertig, qualitativ hochwertig. In diesem Fall haben wir auch wieder unsere schönen Hartteiltüren mit unserem 3-Punkt-Verschluss in einem 3,5 Tonnen Fahrzeug, wohlgemerkt. Und hier natürlich das schöne, befriedigende Klackgeräusch bei Francia, was wir natürlich kennen, was natürlich massiv ist. Auch wieder mit unseren schönen Klappen, mit unseren stabilen Klappen, was wir hier haben. Auch immer wichtig, was man natürlich fängt an bei 109.000, dieses Blackline-Fahrzeug, obwohl man dazu sagen muss, mit dieser voluminösen Ausstattung, was es schon bereit drin hat, kann man vielleicht einmal vielleicht kurz drüber filmen, oder dass die Zuschauer das sehen, was hier alles mit drin ist. Gesamt, wie dieses Fahrzeug dasteht, liegt es bei 120.000 Euro, 490 Euro Listenpreis. Das ist schön. Kommen wir auch schon zu einem Highlight von diesem Fahrzeug. Und zwar ist das die Heckgarage. Die Heckgarage natürlich 1,24 Meter Höhe, so wie man es von Francia kennt. Und wir haben hier keine Kante beim Neo, das ist jetzt ganz neu. Also wir haben hier wirklich ein sehr einfaches Einladesystem und was wir gleich natürlich sehen, natürlich wieder eine Heckklappe. Das ist natürlich sehr wichtig bei Francia. Also wir haben hier eine sehr freie Heckgarage noch, trotzdem noch mit Verzugpunkte an der Seite, wo wir sehr viel befestigen. Wenn wir auch einmal hinten rangucken, wir haben hier eine Heckklappe, eine sehr große Heckklappe, ist im Easy Load Paket beim Neo drin enthalten, ist beim Blackline schon inklusive. Da gucken wir gerne einmal genauer so wie die dazu. Als nächstes haben wir auch im Neo ein Auszug für die Gasflaschen und natürlich mit Trümmer-Dümmel-Verschluss. Sehr viele Highlights, wieder unsere Kassettentoilette. Wir werfen nun gerade schnell einen Blick rein, man kennt es ja. Hier unsere Versorgungsstation, wie bei einem großen Francia, wie bei einem großen Bruder, hier in Gardena. Frischwasseranschluss und wir haben hier einen langen Schlauch, falls wir mal an einem Campingplatz sind, wo die Abwasserstation etwas weiter weg ist, um das Wasser abzulassen. Das ist sehr gut. Wir haben hier den Auslass von der Trümmer Gasheizung und wir haben hier eine selbsteinziehende Kabeltrommel, wie beim Staubsauger, wie bei den großen Brüdern. Also das war uns ganz wichtig, dass das Fahrzeug wie bei den großen Brüdern wird. Hier können wir jetzt leider nicht reingucken, weil es abgeschlossen ist. Aber hier ist normalerweise unser Durchladesystem. Es handelt sich hier nämlich um einen Mercedes-Benz Sprinter mit Alkotiefrahmen. Heißt Frontantrieb, Alkotiefrahmen mit Doppelboden. Also wir können hier fast bis hinten hindurchladen. Und wir, hier ist noch eine, wir sehen es gleich von innen,
etwas drin. Also hier wird auch ein ganzer Wasserkasten reinpassen. Das hat. Hier natürlich wieder unser schönes schwarzes Chassis. Ich würde vorschlagen, wir gucken einfach mal oben rein, was uns hier so erwartet. Lassen das wieder erleuchten, oder? Ja. Wow. So. Sehen. Franke Neo Blackline mit SKA-Sitze auch, mit einem Leder. Hier ist Blackline nochmal reingeschrieben. Also wir haben hier ein schwarzes Leder mit einem Alcantara-ähnlichen Stoff. Mhm. Also ein Thai-Leder, sehr bequem, auch vielseitig einstellbar und einfach gut einfach. Sitz. Wir haben hier auch eine Halbdinette bei der GNK-Variante und einen Tisch, den man ausschwenken kann. Auch wie bei den großen Brüdern eine Klappe für die Schuhe. Cool. Hier in der Küche haben wir natürlich verschiedenste Schubläden. Die gleich, die ein bisschen größer. Und hier unser schöner Zwei-Flammenkocher. Optional gibt es auch einen Drei-Flammenkocher. Und hier unsere schöne Spüle. Auch hier haben wir uns für sehr schmalere Bordkästen entschieden. Also schmalere Bordkästen, sehr bedacht aufs Raumgefühl. Aber trotzdem passt hier einiges rein. Also das ist ein bisschen breiter gemacht als im Yukon. Aber hier mit diesem Winkel wirken sie trotzdem auf dem Raumgefühl sehr offen. Dann haben wir hier unten noch eine kleine Bodenklappe. Hier ist bloß unsere Frischwasserversorgung. Also wir haben hier unsere Wasserpumpe und unseren Frischwassertank. Mit einem kleinen Drehverschluss für die Fahrtwasserstellung. Wir haben hier einen 89 Liter Kühlschrank, Kompressorkühlschrank wohlgemerkt. Wenn er nicht so lange im Camping-Business ist, wir werfen mit Fremdwörtern um uns. Kompressorkühlschrank steht für Stromversorgung, also man nutzt quasi Strom, um seinen Kühlschrank runterzukühlen, ähnlich wie man es zu Hause auch macht. Wir haben hier auch eine dimmbare Beleuchtung. Und wir lassen es wieder Licht werden. Wir haben hier einen großen Kleiderschrank. Und hier haben wir auch wieder eine optionale Bettverlängerung, die wir auch einmal rausnehmen. So hätten wir zwei Einzelbetten. So. Dann haben wir hier unser Bad. Also wir dürfen natürlich unseren schönen Apothekerschrank nicht vergessen. Mhm. Fast vergessen. Sehr schön. Wir haben im Neo auch eine schiebbare Toilette. Einmal raus. Wieder rein. Und wir haben hier auch ein rausschiebbares Waschbecken. Dann haben wir einen großen Spiegelschrank. Und wir haben hier natürlich auch eine sehr schöne Glastür, mit der wir unsere Armaturen hier vor dem Wasser während dem Duschen beschützen können. Das verbinden wir einfach mit dieser Glastür. Und dann haben wir hier unsere eigene große Duschkabine. So gehe ich mit meinen 1,93 und mit Schuhen. Mhm. Könnte hier drin duschen. In einem 7 Meter Fahrzeug wohlgemerkt. Also wirklich, sehr mit Schritt hin und her. Eine große Kombidusche. Cool. Sehr schönes Fahrzeug. Ja. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte liken, wenn dir das Video gefallen hat. Über einen Kommentar freuen wir uns sehr. Bitte abonniere den Kanal, damit du nichts mehr verpasst. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Dein Campingchecker.